Die Schlacht von Sekigahara näherte sich wie ein ominöser Sturm, der das feudale Japan in seinen Grundfesten erschüttern sollte. Man schrieb das Jahr 1600 und das Land war zerrissen, denn die Clans der Toyotomi und der Tokugawa stritten um die Vorherrschaft. Auf der einen Seite standen die Toyotomi, angeführt von Hideyori, dem Sohn und Erben des verstorbenen Toyotomi-Vereinigers Hideyoshi. Auf der anderen Seite Tokugawa Ieyasu, ein gerissener und ehrgeiziger Feudalherr, der die Kontrolle über Japan an sich reißen wollte. Zwischen den beiden Clans kam es zu Spannungen, die den Ehrgeiz der Samurai und Feudalherren in ganz Japan entfachten. Es war eine bewegte Zeit voll Allianzen und Verrat, in der die Loyalität mit dem Schwert auf die Probe gestellt wurde. Getrieben von dem Wunsch, seinen Wert zu beweisen, beschloss Takeso, sich den Streitkräften der westlichen Armee anzuschließen, die mit Toyotomi verbündet war. Er meldete sich unter dem Banner des Shinmen-Clans, unter der Führung von Ogita Hideai, einen der mächtigsten und loyalsten Feudalherren in Hideyoris Diensten. Die Shinmen waren für ihre Tapferkeit und ihr Geschick im Kampf berühmt, und Takeso sah in ihnen eine aufregende Möglichkeit, an der Seite erfahrener Krieger zu kämpfen und sich auf dem Schlachtfeld einen Namen zu machen. Takesos Entscheidung, sich dem Shinmen-Clan anzuschließen, war nicht nur eine Frage des Zufalls. Er empfand eine tiefe Bewunderung für Ukita Hideai, einen Anführer, der Loyalität, Mut und Ehre verkörperte, was der junge Samurai auch für sich selbst anstrebte. Die Verbindung des Clans zu seiner Familie väterlicherseits, die den Namen Shinmen trug, den auch sein Vater trug, verstärkte sein Gefühl der Zugehörigkeit und seinen Wunsch, für eine größere Sache zu kämpfen. Sekigahara war für ihn die ideale Plattform, um der Welt seine Schwertkünste zu zeigen und den Ruhm zu erlangen, nach dem er sich sehnte. Er hatte das Gefühl, dass sein Schicksal untrennbar mit dem Schicksal Japans verwoben war und dass sein Schwert die Zukunft des Landes bestimmen würde. Die Morgensonne war kaum aufgegangen, als die beiden Armeen in der Sekigahara-Ebene aufeinander trafen. Der kalte Nebel der Morgendämmerung lag noch über dem Schlachtfeld und verbreitete eine gespenstische Atmosphäre, die das bevorstehende Grauen ankündigte. Die angespannte Stille wurde nur durch das Klirren der Rüstungen, das Wiehern der Pferde und die geflüsterten Befehle der Befehlshaber unterbrochen. Inmitten der Schar von Samurai spürte Takeso das Herz in seiner Brust pochen. Ein primitives und unvermeidliches Gefühl der Angst versuchte ihn zu überwältigen, aber er unterdrückte es mit der schieren Kraft seines Willens. Adrenalin rauschte durch seine Adern, schärfte seine Sinne und bereitete ihn auf den Kampf vor. Das Dröhnen der Kanonen durchbrach die Stille, schleuderte Eisenkugeln über den Himmel und explodierte inmitten der feindlichen Truppen. Die Erde bebte unter den Füßen und Schießpulverrauch vermischte sich mit dem Nebel und verdunkelte das Schlachtfeld. Überall hallten Kriegsschreie wieder, als die Samurai in einem Getümmel aus Stahl und Zorn aufeinander trafen. Das Klirren der Schwerter mischte sich mit den Schmerzensschreien und dem Wehklagen der Sterbenden. Der Geruch von Blut und Schießpulver lag in der Luft und sorgte für eine ekelerregende und erschreckende Atmosphäre. Mit dem Schwert in der Hand stürzte sich Takeso mit der Wildheit eines hungrigen Wolfes in den Kampf. Er bewegte sich flink, wich gegnerischen Schlägen aus und konterte mit Präzision. Er tanzte mit seinem Schwert, das er durch jahrelange Disziplin meisterhaft trainiert hatte, und bahnte sich seinen Weg durch das Gemetzel. Während die Schlachtaufzeichnungen seine Taten nicht im Detail dokumentieren, erwähnen fragmentarische Berichte die Tapferkeit eines jungen Samurai, der mit der Wut eines Dämons kämpfte. Sein Schwert soll erbarmungslos gewesen sein und die Feinde wie trockene Blätter im Wind zerrissen haben. Es wurde sogar geflüstert, dass er die Kraft eines Tengu besaß, eines legendären Berggeistes, der zu übermenschlichen Leistungen fähig ist. Eine Geschichte, die von Überlebenden gemurmelt wurde, beschrieb Takeso, wie er eine Gruppe feindlicher Samurai allein gegenüberstand und die Nachhut seiner Truppen beschützte.
Er war blitzschnell. Sein Schwert schnitt mit der Präzision eines Chirurgen durch Rüstung und Fleisch. Er soll 7 Feinde niedergestreckt haben, bevor er eine Wunde am Arm davontrug. Verletzt, aber nicht niedergeschlagen, kämpfte Takeso weiter, beseelt von der Loyalität zu seinem Clan und dem Willen zu überleben. Der Kampf dauerte noch Stunden. Ein schauriger Tanz aus Tod und Zerstörung. Doch das Schicksal der Schlacht war bereits besiegelt. Ieyasus Verrat und seine strategischen Schachzüge hatten die westliche Armee lahmgelegt, die sich zahlenmäßig und strategisch im Nachteil befand. Die Niederlage zeichnete sich ab. Die einst üppigen Ebenen von Sekigahara waren nun mit Leichen übersät. Eine groteske Masse aus Tod und Zerstörung. Die zerrüttete und demoralisierte westliche Armee musste sich den Tokugawa beugen. Verwundet und erschöpft fand sich Takeso inmitten des Ansturms wieder. Die Niederlage war verbittert. Ein Schlag für seinen Stolz und seine Ambitionen. Er hatte tapfer gekämpft, aber der Sieg, nachdem er sich so sehr gesehnt hatte, war ihm durch die Finger geronnen. Die Last der Ungewissheit war schlimmer als die Niederlage selbst. Die Tokugawa hatten seinen Lehnsherrn Okita Hideai gefangen genommen. Sein Schicksal war unklar, ebenso wie die Zukunft des Shimen-Clans. Takeso war allein, ein herrenloser Ronin ohne Ziel, der sich durch ein Land treiben ließ, das sich nun einer neuen Macht beugte. Die Folgen der Niederlage waren unbarmherzig. Der aufgelöste Shimen-Clan verlor seine Ländereien und Privilegien. Okita Hideai wurde zum Exil verurteilt und beendete sein Leben als buddhistischer Mönch. Sein militärischer Ruhm wurde zu Staub. Von der Schlacht und dem Verlust seines Clans gezeichnet, geriet Takeso in ein Dilemma. Wem schuldet er nun seine Loyalität? Den Toyotomi, deren Sache mit Füßen getreten worden war? Oder den Tokugawa, den neuen Herrschern von Japan? Sein Herz war hin und her gerissen, zwischen der Loyalität zur Vergangenheit und der Notwendigkeit, in einer neuen Welt zu überleben. Okita Hideai, ein Führer, den er bewunderte, stand in krassem Gegensatz zu Tokugawa Ieyasu, dem rücksichtslosen Sieger. Die Niederlage bei Sekigahara und die Auflösung des Shimen-Clans zwang Takeso, sich mit der Zerbrechlichkeit von Loyalität in einer Welt auseinanderzusetzen, in der Ehrgeiz und Verrat die Oberhand hatten. Er musste seinen eigenen Weg gehen, seine Werte festlegen und sein Schicksal in einem vom Krieg zerrissenen Japan wählen. Dieses Dilemma quälte ihn jahrelang, prägte seine Philosophie und seine Suche nach einem Kampfstil, der die Grenzen von Tradition und blinder Loyalität überschritt. Sekigahara war für Takeso mehr als nur eine militärische Niederlage. Es war ein hartes Erwachen in der Realität der Welt. Blinde Loyalität, der Ruhm der Schlacht, die Verheißung einer blühenden Zukunft unter dem Banner eines mächtigen Clans. All das verblasste wie Rauch, als er mit der unbarmherzigen Realität der Niederlage konfrontiert wurde. Takeso trieb ziellos durch die staubigen Straßen Japans und trug die Narben der Schlacht und die pochende Ungewissheit mit sich. Takuans Worte klangen in seinem Kopf. Wahre Stärke liegt nicht nur in den Muskeln, sondern auch im Geist. Er musste ein neues Ziel finden, einen Weg, der es ihm ermöglichte, sein Leben in einer Welt, die ihren Weg verloren zu haben schien, einen Sinn zu geben. Die Sekigahara-Erfahrung ließ in Takeso die Saat einer pragmatischen und individualistischen Philosophie aufgehen. Die Niederlage lehrte ihn, dass die Zugehörigkeit zu einem Clan oder einem Feudalherrn vergänglich sein konnte und dass der Ruhm in der Schlacht oft eine flüchtige Illusion war. Er verstand, dass wahre Stärke in der Fähigkeit liegt, sich anzupassen, Widrigkeiten zu überwinden und in sich selbst die Entschlossenheit zu finden, weiterzumachen, selbst wenn alles verloren scheint. Einst als Instrument des Krieges und des Strebens nach Ruhm betrachtet, wurde das Schwert zu einem Werkzeug der Selbsterkenntnis
und Selbstverbesserung. Takeso begann das Schwert nicht nur für die Beherrschung der Technik, sondern auch für die geistige Disziplin und das innere Gleichgewicht zu nutzen. Entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen, ließ Takeso den Namen seiner Jugend hinter sich und nahm die Identität an, die ihn unsterblich machen sollte. Miyamoto Musashi. Ein Name, der den Bruch mit der Vergangenheit symbolisierte, das Streben nach einer neuen Identität und die Verpflichtung, ein einzigartiger Samurai zu werden, frei von den Ketten der Tradition und der Politik. Die Legende von Miyamoto Musashi, dem unbesiegbaren Samurai, hatte gerade erst begonnen.